Lass mich arzt, ich busse durch. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Tschernobylite, Folge Nummer 21 meiner erstmal letzten Folge, kann man sagen. Nächstes Mal ist dann wieder Benny am Stissel, aber einmal darf ich noch. Und wir erinnern uns, wir haben in der vergangenen Folge hier den Blackstalker besiegt, der uns heimgesucht hat. Er hat uns herausgefordert, hat auf die Fresse bekommen, so wie sich das gehört. Und jetzt wollen wir uns das Gebäude hier nochmal ein bisschen genauer anschauen, denn Props genaues an Ronny. Der hat nämlich gesehen, dass wir hier noch so einen kompletten Aufgang einfach mal ignoriert haben. Und den suche ich jetzt mal. Und nehme vielleicht noch ein bisschen Loot mit. Wobei das hier schon sehr leer aussieht, muss ich sagen. Ist natürlich sehr unfortunate, das. Was wir ja auch immer noch versuchen, ist herauszufinden, wie man hier in diesen Gang da reinkommt. So, ich glaube, hier sind wir falsch. Ich gehe trotzdem mal weiter. Aber wobei, nach oben kommen wir hier ja auch. Ich finde halt das Gebäude, ich mache euch mal die Funzel an. Ich finde, das Gebäude ist mega unübersichtlich. Und auch durch seine schiere Größe echt schwer zu fassen. Ah, nee, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite rüber. Aber wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir da außen lang. Holy shit. Das ist mal ein krasser Batzen hier. Richtiger Batzen. Was ist das? Nichts. Cool. Ah, hier, guck, hier sind wir. Das ist der Aufgang, den du übersehen hast. Du bist quasi hier links abgebogen, hast gesagt, so, weiter hoch geht's nicht. Aber ich gehe jetzt mal weiter hoch. Aber fairerweise muss ich an der Stelle auch sagen, ne, ich hab's in dem Moment auch nicht gesehen. Also, kann man dich jetzt auch nicht blamen. Okay, hier ist jetzt Nee, finde ich auch nicht. Also guck mal, da hinten ist noch... Siehst du das? Da hinten irgendwo weit in der Ferne ist noch Loot. Ja. Und zwar nicht zu knapp. Da müssen wir dann mal... Ah, lieber nicht. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir da hinkommen. Das würde mich mal interessieren. Das dampft ein bisschen, aber naja. Und ihr hört es vielleicht schon, meine Stimme ist wieder ein bisschen besser geworden im Vergleich zur letzten Woche. Ist ja nicht hundertprozentig wieder auf der Höhe. Ein bisschen was ist noch da. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir jetzt schon 3 Folgen aufgenommen haben, bevor wir Tschernobylite gemacht haben. Das heißt, wir haben heute einen kleinen Aufnahmemarathon gestartet. Deswegen ist meine Stimme noch etwas rau, aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Ich finde auch, also die Stimme passt schon wieder. Das ist leider, ich fand trotzdem irgendwie die Whisky-Stimme. Relativ nice. Das muss ich schon zugeben. Das hatte schon so ein bisschen was für sich. Das schaut irgendwie nach einem Büro oder so aus. Na. Ich kann es nicht lesen. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Na gut, liebe Freunde, an der Stelle spielen wir jetzt einfach mal mit offenen Karten. Wir haben die Folge vorhin schon mal angefangen, haben das hier gelesen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Audacity for absolute no reason nicht meine Stimme aufgenommen hat, sondern den Ingame-Sound. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber wir mussten die Folge deswegen abbrechen. Ja, deswegen ist es ja auch schon ein bisschen leer gelootet. Wir waren hier schon in dem Gebäude. Und wir haben auch den Zettel hier schon gelesen. Da das jetzt leider nicht nochmal geht, kann ich euch nochmal zusammenfassen, was da drin stand. Also wir haben ein Tagebuch von einem offensichtlich Überlebenden gefunden, der sich hier in der Zone ein neues Leben eingerichtet hat. Der hat an seine tote Frau Katja geschrieben, so ein Tagebuchmäßig. Wir wissen leider nicht, in welchem Jahr das war, denn das war nicht lesbar. Aber auch er hat unsere Frau Tatjana gesehen. Sie hat Violine gespielt und sie hat ihm zugeflüstert, dass er die Zone verlassen soll, dass sie schon längst unter der Erde liegt und er sie niemals finden wird. Was für uns natürlich ein bisschen ein Bummer ist, wenn man jetzt so ehrlich ist. Aber wir geben natürlich trotzdem nicht auf. Wir suchen trotzdem weiter. Das kann sie auch einfach nur so gesagt haben. Genau. Und natürlich wollen wir euch den
immens guten Ausblick hier vom Dach nicht verwehren. Den haben wir auch vorhin schon gesehen, waren total begeistert. Also guckt es euch an. Da hinten sieht man den havarierten Reaktor. Und wenn wir hier nach rechts schauen, sehen wir die Skyline von Pripyat sozusagen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass die Häuser, glaube ich, in real schon ein bisschen verfallener sind als hier. Ja, ich glaube, da sind noch nicht mehr so viele Fenster intakt. Genau, aber muss ich die Entwickler trotzdem extrem loben, wie gut sie die Stimmung hier eingefangen haben. Also fühlt sich wirklich an wie das Pripyat, was man so von Bildern kennt. Also richtig nice. Und was wir natürlich auch probiert haben, ne? Wir sind ja nicht dumm. Wir haben natürlich auch probiert, hier über die Brüstung zu springen und auf diesem Weg in das Gebäude rüberzukommen. Hat aber leider nicht funktioniert. Und die Vermutung legt nahe, wir haben die Vermutung aufgestellt, dass wenn die Fenster wieder drüben so milchig sind, dass man dann gar nicht das Gebäude betreten kann, weil man sieht es von außen, man sieht es jetzt nicht hier, aber von außen sieht man, dass das Gebäude, wo wir gerade draufstehen, auch so zur Hälfte Milchglasfenster hat und zur Hälfte Nicht-Milchglasfenster. Und die Fenster, die quasi durchsichtig sind oder wo gar keine Fenster erst drin sind, das sind auch die Räume, die wir betreten können. Und das haben wir da drüben gar nicht. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass man da tatsächlich nur ins Erdgeschoss kommt und wir uns hier die ganze Zeit umsonst abgemüht haben, sozusagen. Das machen Spiele aber auch generell relativ häufig so. Bei solchen Häusern, dass bei Scheiben, dass man da nicht den Innenraum vermutlich modellieren muss, dass man in irgendeine Form reinschauen kann. Ja, das stimmt. Das ist halt auch. Entschuldigung. Ja. Nee, ich hätte nicht mehr viel dazu gesagt. Du kannst ruhig weitermachen. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist halt nicht nur für die Entwickler, sag ich mal, ein großer Aufwand, das zu modellieren. Es ist halt auch für die Grafikkarte ein gewisser Aufwand, dann die Innenräume entsprechend mit zu rendern, wenn man halt jetzt hier reingucken würde. Und das kann man sich einfach schenken, wenn man hier halt so eine simple Fenstertextur drauf klatscht. So, aber ich würde jetzt gern nochmal den weit entfernten Loot, wo ist denn der jetzt hin? Ich weiß nicht, zu welcher Stirnseite des Hauses du rausgeschaut hast. Ich bin mir zu 95% sicher, dass es die hier war. Genau, ist ja nicht mehr viel Raum, wo das sein könnte. Irgendwie auf dem Dach oder hier unten? Oder haben wir das letztes Mal schon gefunden? Mussten wir uns hier... Nee, durchbrennen können waren wir waren die, glaube ich, schon mal das letzte Mal. Ja, ja. Also das auf alle Fälle. Oder war es doch die andere Richtung? Habe ich so einen Knick in der Optik? Shit. Wir haben aber auch keinen Kompass oder so, ne? Das ist der größte Fehler. Ja. We need a Kompass. Ah, ich hätte den jetzt schon gern noch gefunden. Den Loot, waren wir eigentlich hier schon mal drin? Oder ist das so ein Special-Raum, den man nur so betreten kann? Ah, das ist ein Special-Raum. Ohne Inhalt. Cool. Hm. Aber wir waren mal da. Bisschen enttäuschend. Bisschen, ja. Finde ich jetzt so. Ach Mann. Also für Assassin's Creed wird Igor sicherlich nicht gecastet, schätze ich mal. So, war es in die Richtung? Ja, aber in die Richtung sehe ich es gerade auch nicht. Hä, was ist hier los? Uah. Sieht's vermutlich nur von da drin, I guess. Hä, das ist aber mies. Es war ja, war das im Gebäude? Ja. Ich glaube nicht. Nee, das war weit außerhalb, oder? Ja, den Eindruck hatte ich. Ah, hier war es, glaube ich. Okay. Oder? Kann es sein, dass wir das hier gesehen haben? Wäre zumindest naheliegend. Hey, kommen wir wenigstens ran. Außer da. I get it. Wir haben zu wenig Dietriche gebaut, ey. Wir müssen mindestens 5 Stück mitnehmen. Also mindestens 5 Dietriche und mindestens 5 Tschernobylit-Brenner. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt. Mich tiltet es wirklich, dass du nie irgendwelche Puppen hast. Ja komm, aber so unfair ist es nicht, weil ich habe dafür immer den Black Stalker und die Jumpscares. Ja, ich erinnere nur... Gut, ja, das stimmt. Da liegt ein Doomshroom. Ein AK, oder?
Ja, doch. Ich habe wieder, ich vergesse immer wieder, Boom und Doomschwung kann ich echt schwer auseinanderhalten aus irgendeinem Grund. Ah, es geht eigentlich. Also die Shotgun macht ja Big Bada Boom. Und die AK macht ja eher Ratatatatat. Da kann man es eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem fällt es mir schwer. So, aber ich glaube tatsächlich lootmäßig. Haben wir jetzt fast alles mitgenommen, bis auf das hier. Link hat nur gerade, wenn Matze müsste eigentlich irgendwelche Filme vertonen. Wenn halt irgendwie dann so Feuer von der automatischen Waffe kommt, einfach nur Matze. Schrumpfhülle, badaboom, badaboom. Das hätte ich letzte Woche mit meiner Whisky-Stimme wahrscheinlich machen sollen, ne? Boom, boom, Explosion. Mechanikteile, oh mein Gott. Ja, vielleicht sollte man. Oh, der Hafen ist aber auch immer wieder schön, ne? Vielleicht sollte man doch noch nicht so voreilig sein, zu behaupten, es gäbe nichts mehr. Das kannst du nur am Nudelregal machen. Das ist richtig. Oh, aber einen Tschernobylitbrenner haben wir doch noch, oder? Ich glaube. Ja, ja. Ja, einen haben wir noch. Okay, das muss ich mir jetzt noch zu Gemüte führen. Wo ist das? Lass mich arzt, ich buss hier durch. Ah. Ach komm. Ernsthaft? So tief war das jetzt wirklich. Really? Nicht, to be honest, also. Ach, Igor, also das war echt lächerlich, was du gerade gebracht hast. Das verstehe ich in manchen Spielen nicht. Wie kann man sich denn auf anderthalb Meter so beschissen aufmaulen? Also wirklich. Dann hat es nicht mal was gebracht. Hä, wie komme ich denn da hin? Hier warst du schon, oder? Ja. Ja, 50-50. Ist das eine Höhle irgendwie? Ja, wahrscheinlich, ne? Hier vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Doch, nee. Oh Mann! No, that's unfortunate. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall herausfinden. Ja, das ist jetzt meine Mission hier. Was ist denn das hier schon wieder? Ach nee. Oh, wieso? Fickt euch alle! Lasst mich. Oh Mann! Okay, ich sag wirklich nichts mehr mit den Puppen. Also holy shit, ich möchte nicht tauschen. Ich wollte. Wobei es ist gleich verteilt. Ich finde, es ist gleich verteilt. Ich finde es nicht unfair. Schade. Nee, das ist nicht. Sehen wir denn auf der Karte irgendeinen Hinweis? Nee, ne? Gar nicht so richtig. Vielleicht. Das ist bestimmt irgendein übelst langer unterirdischer Gang. Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal kurz auf die Karte. Ja, das sieht man auch nicht so richtig. Vielleicht musst du da im Südwesten, da wo das Wasser ist, da geht da so ein kleiner Gang vom Wasser aus rein. Das hier? Ein bisschen weiter. Oder meinst du das hier? Genau das. Vielleicht geht es darüber? Weiß ich nicht. Oder ist es einfach nur dieser eine Steg gewesen. Ich glaube, das ist dieser eine Steg gewesen, aber. Ja. Aber guck mal, da drüben. Da sieht's doch aus, als geht's rein. Okay. Zumindest zu 20% gebe ich mir dafür noch ein paar Credits, weil. Wärst du da nicht hingegangen, hättest du es nicht gesehen. Ja, on a other note. Scheiße. Komm einfach nur auf der anderen Seite. 20%ige Credits gegeben, na toll. Hey, ich finde jetzt aber auch nicht mal mehr. Da war noch ein bisschen Loot. Ja, das nehme ich auch mit, aber. Jetzt bin ich völlig verwirrt, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß auch nicht mehr, wo das ist. Wo ist denn jetzt der Pilz hin? Wir sind hier ein bisschen nach Süden abgedriftet. Wie Zugvögel.
aber die machen das ja bewusst. Wir machen es ja, weil wir es nicht anders können. Jetzt seid mal nicht so. Jetzt hier hier ist der Kanister. War ein Kanister und kein Schwamm. Das ist ja fast das Gleiche. Wow, bin ich ja hart dran vorbeigelaufen. Vielleicht hier, das führt doch so ein bisschen ins Nichts. Weißt du überhaupt noch, wo das war? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir hin sind. Ja, man sieht's ja auf der Karte hier oben. Ah ja. Das sieht man, aber wie man hinkommt, das ist die Frage. Ich weiß halt auch nicht, ob wir irgendwie schon mal da waren und vielleicht sogar davor standen und gesagt haben, hey, brauchen wir einen Chernobylit-Brenner für. So, da sind wir gerade rausgekommen. Ach so. Ja, da sind wir gerade rausgekommen. Also ich würde nochmal versuchen, dort hochzugehen und alles durchzugucken, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Ja, nicht, dass es so ist wie bei dem Haus, wo ich sage, nee, hier gibt es definitiv keinen Eingang. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und literally davor stehen. Wir haben den Zaun hier gebaut. Boah, Erich. Scheiß Erich. Oh. Aber hätte der den Zaun nicht gebaut, hätten wir die Mechaniker nicht gefunden. Geht's hier rein? Nee. Och Mann. Hashtag ärgerlich. Hashtag unzufrieden. So, da drüben kommen wir basically her. Und da ist das Chernobylit-Versteck. Da hatte ich meinen Jumpscare. Und da drüben bin ich auf die Fresse geflogen. Bin mir relativ sicher, dass Ronny schon wieder weiß, wo es reingeht und wir schon 10-mal dran vorbeigelaufen sind. Mit Sicherheit, ja. Also bitte, bitte schreib uns das in die Kommentare. Oh. Oh. Ah. Yes, you did it. You sick son of a gun. Brauche ich jetzt zwei Brenner? Nee, das wahrscheinlich, ist nur, ne? Das Chernobylit-Vorkommen. Ach so. Ja, aber nice. Aber es gibt zweimal Chernobylit, also insofern. Opa. Nice. Es hat sich doch gelohnt, es hat sich doch gelohnt. Ich hab Chernobylit. So, jetzt gehe ich glücklich nach Hause. So. Auch mit dabei. Und auch mit sich. So. Ab in die Heimat. Das war anstrengend. Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, ins Wasser zu gehen, ne? Gut, wer geht auch im Becken von Pripyat direkt neben dem Atomkraftwerk? Как он там? Ранен, но выкарабкается. Ach ja, стиммт. У него есть доступ к важным припасам и выход на нужных людей. Ты, я смотрю, распереживался за друга, Миша. Да пошел ты! Ишь, святой выискался! Нимф не жмет? Может, для тебя все это романтическое приключение, но некоторым здесь приходится выживать! Wieso ist denn der jetzt so? Echt smooth hingesetzt, Mikael. Echt smooth. So, was haben wir hier? Bisschen Schnaps und Pilze, tolle Medikamente. Ah, 4 BEM. Nicht schlecht, Michael, nicht schlecht. Kann jeder locker was Normales kriegen. Guck mal, wir haben 11. Wir haben fast... Wow, wir haben fast 50 Essensrationen. Komm. Ja, ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen... Kriegt heute jeder 2 BEM. Das ist nur fair.
Oh, guck mal, der ganze Reaktor ist voller Tschernobylit. War das schon immer so? Nein, das ist neu. Okay. Würde ich jetzt gut, einfach dann, mal behaupten, dass. Dann bin ich jetzt beruhigt, weil das sieht mir irgendwie komisch aus. So, na gut. Missionen wollen wir jetzt keine zuweisen. Wir gehen jetzt mal zurück. Gut, dass es Mikael nochmal gesagt hat. Ich hätte schon wieder völlig vergessen, dass wir ja beim letzten Mal so einen Dude gerettet haben. Also wir waren ja im Auftrag... Haben wir dann überhaupt schon die Gandalf-Mission gemacht? Ja, ne? Das war, glaube ich, beides in einem. Hm. Ich mich jetzt nicht glaube, komplett ja. daneben... Mir jetzt nicht komplett verwirrt bin. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal kochen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben echt viel von dem Zeug verbraucht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Dietriche und Tschernobylit-Brenner wieder für die nächste Quest. Am besten, wir stellen sie auch jetzt alle schon mal her. Ja, das vergessen wir sonst. Nicht vergessen. So, ich glaube, Beruhigungssalze haben wir keins genommen, aber wir haben auf jeden Fall mindestens zweimal Strahlungs... Ach so, Heilsalbe, ja. Hm, warte mal, was sagt denn jetzt das Inventar? Das haut hin. Ich habe einmal zu viel Antistrahlungssalbe gemacht. Das macht nichts. Oh, wir haben auch noch. Naja. Egal. Wusste ich. Besser man hat, als man hätte. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Küchenregal. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Kannst du auch die Küche gerne vergrößern, wenn du magst. Ja, ich muss nur rausfinden, wo das war. Ja. Ich glaube, Basisverbesserung. Bist du, glaube ich, schon drin, oder? Dann links davon, links. Warte, da warst du gerade bei den wichtigen. Luftqualität, Strahlungssicherheit, Bauwerkzeuge. Oh, nee. Schlafstelle. Ja, jetzt. Nee, da war es doch nicht richtig. Oh, da blicke ich echt nicht durch. Hier vielleicht? Deko, Wände, Möbel. Nee. Nope. Das war irgendwas Aufbewahrungsartiges. Hä? Hier! Behälter. Was haben wir denn? 18, 24, 30. Aber ein Waffenschrank sieht halt echt dumm aus, muss ich ja, leider mal sagen. Ja, das würde ich nicht machen. Ich fass es nicht. Ach nee, doch, ist richtig rum, oder? Ja. Der ist ja nicht, der ist ja nicht offen. So, dann kommen da mal die Kräuter rein. Warte mal, würde ich hier generell mal ein bisschen umsortieren, glaube ich. Ich glaube, das ist noch nicht so optimal eingerichtet. Die Sachen hier. Also der Alk kann ruhig hier bleiben. Mann. Genauso die Kräuter können auch hier bleiben. Ich habe kein System, merkst du vielleicht, ne? Ja, ist nicht so schlimm. So, dann haben wir hier. Da packen wir jetzt die. Ah, da kommen die Kräuter her. Da packen wir jetzt mal die überschüssigen Salben rein. Was eigentlich Blödsinn ist, müsste eigentlich genau andersrum sein. Logischerweise. So, hier kommen jetzt die überschüssigen Salben rein. Und da kommt jetzt unser Essen rein. Schwamme. Schwamme. Kräuter. Kräuter. Bäm. Bäm. Und natürlich der allseits beliebte Alkohol. Alkohol. So, was haben wir hier noch? Antistrahlungsmedizin. Das würde ich tatsächlich mal wieder hier mit rein verbunkern. Antistrahlungsmedizin. Ach, by the way, ich habe übrigens am Anfang der letzten Folge eine Shotgun gefunden. Das habe ich gar nicht erwähnt. Shotgun. Okay, gut. Oh boy. Das ist an der Stelle mal. Ah, Mensch, Mikael, was machst du denn da? Will man es wissen? Gut, schaust du aus. So, die Shotgun, wollen wir die vielleicht jemandem geben? Würde ich fast schon sagen, ne? Ich
glaube, die hatten zwar schon ganz gute Waffen, aber wir können zumindest AKs und Shotguns verteilen, wie Smarties, würde ich sagen. Wir können auch die Shotgun mal ein bisschen verbessern und die AK. Habe ich mir auch so überlegt. Das stimmt allerdings. Was haben wir denn hier? Mal die Munition wieder ein bisschen aufstocken. Bei 40 Schuss fürs Gewehr sind eigentlich gar nicht so schlecht. Bin ich fast schon wieder zufrieden damit. Findste? Aber ich würde sagen, für einen Revolver reichen 20, oder? 20 und 20 reicht. Ich würde noch eine Packung Gewehrmunition mitnehmen. 59 ist dann okay eigentlich. Oder 60. Jetzt geh doch mal darüber, bitte. Danke. Das ist so ein schlechtes Inventarmanagement. Also so schönes Spiel. Das muss ich leider auch sagen. Oh, hier ist noch Alkohol drin. Das müssen wir mitnehmen. Alkohol! So, Metallplatte kommt auch da rein. Sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir neue. Danke, Penny. Bitteschön. Sollten wir vielleicht auch mal überlegen, eine neue Rüstung zu bauen? Rüstung. Weil die ist auch ziemlich im Eimer. Im Eimer? Ja, das stimmt. Oh, verdammt, haben wir viel Alk. Ja, das ist ganz gut. Wenn Mikael wieder anfängt zu reden, können wir uns ein bisschen besaufen. Priorities. So, pass auf, aber bevor wir jetzt hier unsere Waffen verbessern und alles rauspulvern, was wir haben, wo konnte ich Dietriche herstellen? Eine Armbrust. Nee. Ich glaube, hier nicht. Besserung. Zwei davon. Hier doch, oder? Genau, Dietriche. Die kosten ja auch nicht viel. Nö. Also wir finden jetzt ja durch Mikaels Skills finden wir auch relativ viel neuen Stuff. Also insofern. Eben. So, und den Chernobylit-Kram, wo könnte man das machen? Bei dem Labor, bei dem Riesenteil. Sicher? Weiß ich nicht. Oh, guck mal, hier können wir eine Rüstung bauen. Eine einfache. Ja, könnte aber vielleicht ist eine Rüstungsverbesserung. Ah, hier ist er. There is my boy. So, 5 jetzt von jedem. Das ist schon mal gut. Wo ist eigentlich das Chernobylit? Ach hier, das wird da drüben gelagert. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Sind wir ja auch relativ rich. Okay, also man kann doch 5 Dietriche in einem Stack lagern. Aber keine 5 Chernobylit-Brenner. Das ist odd. So, was wollte ich jetzt hier noch machen? Ach so, die Rüstung. Ja, ich glaube, die sollten wir mal machen, oder? Eher Schutz oder eher Tarnung? Was sagst denn du? Ich würde eher Schutz sagen, oder? Ich meine, die Tarnung sehe ich momentan weniger als Problem für uns. Ja. So, und das hier? Statistiken anzeigen. Ah, sieht man irgendwo, wie kaputt die ist? Nee, nicht wirklich. Kann die kaputt? Weil hier unten am Rüstungsdingens haben wir jetzt ja auch nichts wirklich. Weißt du wie? Don't get it. Aber guck mal, wir können benötigt Keramikplatte, vielleicht können wir die ja verbessern. Wo ging denn das jetzt wieder? Ne, wir haben jedenfalls nicht hier. Zwei Waffenverbesserungsstationen. Ach, jede Waffe braucht ihre eigene Verbesserungsstation. Oh. Oder. Na gut, dann Baumenü it is. Bauwerkzeuge, Arbeitstisch, was machen wir da? Einfache Bauelemente. Haben wir das schon? Ja, ne? Ist auch rot. Achso, du kannst nur ein Item. Ja, okay. Dann gefragt und beantwortet. Werkzeuge, Waffenbank, Rüstungsbank. Industrieofen. Produziert taktische Rüstung, schwere Rüstung, Keramikplatte. Ja, klingt besser. Was haben wir hier? Produziert Kraftfeldgenerator. Was ist das? Negative Masse erzeugt. Masse. Negative Masse. Hä? Massebatterie, hä? Ne, da oben steht in weiß negative Masseerzeuger. Ach so, ja, okay, stimmt. Ist aber auch keine. Warte mal, aber da können wir es an der Dingenswerkbank hier verbessern. Aber den Hochofen würde ich herstellen, weil da scheint man ja zumindest eine bessere Rüstung herstellen zu können, oder nicht? Naja. Ich würde trotzdem gern wissen, wo ich Rüstungen verbessern kann. Das ist nicht ein Team.
kann ich nur herstellen. Na, ich baue es mal einen Ofen. So, rüstungsmäßig kommt er natürlich neben die Rüstungsbank. Nice. Cool. Ach, guck. Da können wir die herstellen, die wir schon haben. Schwere Rüstung. Oh, die bringt natürlich geilen Schutz, ne? Aber wir sind basically komplett sichtbar. Die bringt aber auch schon 6. Merkt ihr mal 6 minus 2 und 1. So, und jetzt gucken wir mal hier. Nee. Hä? Also das verstehe ich gerade nicht. Ja, doch, die scheint schon besser zu sein. Dann geht man die halt zur Not weiter an den anderen. Dann gehen die offenbar doch nicht kaputt, oder? Ich schätze mal nicht, nee. Hm. Also meine Verwirrung ist gerade in hohen Gefilden, muss ich sagen. Dann würde ich die mal Michael geben, bevor wir es dann vergessen. Und jetzt gerade mal hier stehen. Können wir das jetzt schon? Ich glaube. Здорово, профессор Кислых-Щей! Чем занимаешься? Сражаюсь с Нар, тенями и чернобылитом. Ничего нового. Wo ist der Alkohol? Сталкерские будни, а? Alkohol! Кстати, так и не рассказал, как стал сталкером. Oh nee, ich will es auch gar nicht wissen. Но это был жутко долгий процесс. Сначала я ничего конкретного не искал. Просто шлялся туда-сюда, изучал города. Когда это перестало заводить, sorry, увлекся темным туризмом. Что это такое? Ну, frag doch nicht, Igor. Это когда ходишь по местам, от которых мурашки. Катакомбы, массовое захоронение, концлагеря, мавзолей, кладбища, места преступлений. Места, которые словно в тени, напитанные негативной энергией. Я ее всегда ощущаю третьим глазом. В общем, ты знал толк в туризме выходного дня. Что ты надеялся там найти? А, Игорь. Думаю, ничего конкретного. Просто хотелось там побывать. Фукусима, Граунд Зиро, на месте падения башен-близнецов, катакомбы Парижа. Но когда я оказался в зоне отчуждения, что-то изменилось. Frag jetzt nicht was. Я сразу понял, что останусь здесь. И буду зарабатывать на жизнь, обслуживая других туристов. Большинство из них были идиотами с Запада, которым нужна была нянька. Но это того стоило. Так я и стал Михаилом Сталкером. Осел в Припяти. Вот. Копаюсь в мусоре, торгую, слушаю голоса теней. Разве не круто? Да, очень круто. Но эти твои голоса меня беспокоят. Ты бы не налегал так на радиоактивные грибы? Holy shit. Только bitte einfach nur ja oder nein. Только давай по-быстрому, ладно? So, bitteschön. Jetzt bitte hör auf zu reden. Ach, oh, Gott sei Dank. Hast du die jetzt drunter gezogen oder was? Ich will gar nicht wissen, wo der die angezogen hat. Nee, will ich auch nicht wissen. So. Aber weißt du was, lieber Benny? Ich lege den restlichen Basisbau in deine professionellen Hände. Nice. Der nächsten Folge. Weil ich nämlich weiß, dass du das kannst. Du hast ja hier schon. Ich habe ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Hier ein Schränkchen. Da unten noch ein Ofen. Also so Kleinigkeiten. Oh, warte mal. Ich überlege, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen was davon bauen, wenn ich einmal da bin. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, ja. Bringt uns das hier? Produziert eine Menge Nahrung. Ah, weiß ich nicht. Ach. Nahrung haben wir jetzt überhaupt kein Problem momentan. Ich weiß aber nicht, ob es nützlich sein könnte, das mit anzubauen. Ach, guck mal, das kann man. Praktisch. Rankommen sollte man ja trotzdem noch an die Kisten, ne?
Ich hoffe mal. Das muss es umbauen. Ach, das geht nicht. Hm. Jetzt sieht es natürlich unsymmetrisch aus. Hä, wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Da habe ich gerade kurzzeitig einen Bug ausgenutzt. Licht. Na, wobei, ist auch ich auch Bullshit-Licht hier unten gibt es ja auch nicht. Ach so. Aha. Natürlich. Wusste ich. Ja, können schlimmer aussehen. Naja, immerhin Pilze haben wir jetzt auf jeden Fall genug erstmal für die nächste Zeit. Genau, aber wie gesagt, die Basisverbesserung werde ich in deine Hände legen, lieber Benny. Du kannst das immer so schön. Da schaue ich auch gerne zu. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal für ein Abenteuer erleben. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt die Gandalf-Mission schon gemacht haben oder ob wir erstmal nur nach Mikais Kumpel gesucht haben. Da war, aber bin ich mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob wir das nicht zusammengelegt haben. Aber auf jeden Fall, wir haben ja auch noch die Olga, die uns letztes Mal angerufen hat. Auch die hat Informationen für uns und denen gehen wir natürlich nach. Mit Dietrichen und Tschernobylitbrennern bist du auf jeden Fall erstmal ausgestattet. Also danke. In der Hinsicht solltest du safe sein. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also Benny und ich sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, aber ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Bis dahin habt eine wundervolle Woche. Leute, es ist Bergfest. Nicht mehr lange bis zum Wochenende. Und dann haut rein. Ciao.